So, hallo YouTube. Ja, heute wird's gefährlich, weil es geht um Springmesser. Und Springmesser sind ganz besonders gefährlich. Also so zumindest meine Vermutung, weil der Gesetzgeber da ein ganz besonderes Auge drauf geworfen hat. Ja, und das macht er nicht umsonst. Ja, das ist hier so ein älteres Modell. So haben Springmesser früher mal ausgesehen. Und heute soll es aber um ein anderes gehen, und zwar um ein Brotech. Das zweite Brotech, das ich mir gekauft habe. Und zwar hier das Modell Sprint, Solid Black, Handle und Stonewash Blade und Plain Edge. Ja, gibt es in verschiedenen Ausführungen, also in anderen Farben. Und ja, die Klinge gibt es anstatt im Stonewash auch noch in Schwarz und keine Ahnung, ob es da einen Wellenschliff auch gibt. So ist auf jeden Fall die Bezeichnung von dem Teil, von dem kleinen Teil. Ich habe die Messer mal auf einer Börse in der Hand gehabt. Wahrscheinlich war es in Schafheim. Und da ist übrigens das gute Stück. Ja, und da war das so, da gibt es noch ein anderes Modell, da fällt mir jetzt allerdings gerade der Name nicht ein, auch so ein kleines Modell von Brotech. Da sitzt der Öffnungsknopf hier so zentral, so in der Mitte, und ist auch ein bisschen größer. Und das Modell hat sich dort leichter öffnen und schließen lassen. Moment, ich schaue mal nach der Beleuchtung. Ja, ich habe wieder schlechtes Licht, aber das hat er von mir sowieso gewöhnt. Also vom Öffnen her ist es kein Problem. Das hier geht auch ganz leicht auf. Beim Schließen ist es so, dass damals das andere Modell hier sich besser bedienen lassen hat von der ganzen Handhabung her. Das andere hat auch einen etwas dickeren Griff. Das hier wirkt so ein bisschen eleganter, sage ich mal. Ich muss mir jetzt doch noch mal schnell um meine Beleuchtung kümmern. Einen Moment. Ja, ist echt eine Katastrophe. Ich brauche doch irgendwann mal entweder irgendwelche Scheinwerfer oder Softboxen oder irgendwas. Lässt sich wohl doch nicht vermeiden. Ja, ich habe mich dann aber im Nachhinein für das Sprint entschieden. Da gab es mal so eine Aktion, als der Flo in den USA war. Da gab es irgendwie 10% im Shop und da habe ich da zugeschlagen. Ich habe mich dann eben doch für dieses Modell entschieden. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Insgesamt ist es eleganter, weil schlanker. Aber was für mich viel wichtiger war, das ist eines der wenigen Brotech mit S35VN Klingenstahl. Das ist einer von meinen liebsten Stählen, nicht nur von mir. Und es hat hier einen exzellenten Clip, also Deep Carry, und der funktioniert auch sehr gut. Auch wie bei vielen anderen Brotech-Modellen funktionieren die Clips hier sehr gut. Ja, das war dann kaufentscheidender. Man kann das Messer auch so einhändig schließen. Es ist nur nicht ganz so leicht wie bei dem anderen Modell. Wer die Brotech schon mal in der Hand gehabt haben, der weiß, die haben ordentlich Wumms. Sieht man hier auch. Und als Besonderheit, ich weiß nicht, wie das bei den verschiedenen Springmessern ist. Von der Mechanik her, das Messer geht immer auf, wenn man den Knopf drückt. Ich will es mal zeigen. Wenn man hier zum Beispiel irgendwo mal dagegen kommt, dann öffnet das Messer natürlich trotzdem. Moment. Ich meine das hier. Dagegen so die alten Taschenmesser, da schaut es dann so aus. Und es ist eben nur halb auf. Ihr wisst, was ich meine. Also das ist sehr zuverlässig beim Öffnen und das ist, finde ich, auch ein Vorteil. Also da gibt es eben keine Fails. Wenn man irgendwo hängen bleibt, dann macht die Feder einfach den Rest noch. Also den kann man nicht einfach so stoppen hier, sondern das geht immer ganz auf. Ja. Mal kurz zu den technischen Daten. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 127 mm. Die Klinge ist 50 mm lang, und zwar gemessen hier an der Mitte, wo der Griff am weitesten in die Klinge reinreicht.
50 mm Klingenstahl schon erwähnt, S35VN, Doppelklingenstahl, Griff ist aus Aluminium. Wir haben hier einen Deep Carry Pocket Clip und das Gewicht, das habe ich mir gerade vergessen aufzuschreiben und darum gehe ich jetzt mal schnell zur Waage und wiege das Modell mal und dann bin ich wieder zurück. Ja, 46 Gramm haben wir hier als Gewicht. Ist, finde ich, normales Gewicht. Also nicht außergewöhnlich leicht für die Größe, aber es ist leicht. Ja. Was es noch dazu zu sagen gibt, und da kommen wir jetzt gleich mal zu meinem Hauptproblem, das ich gleich anspreche, zu dem Messer ist, also erstens mal, für die Größe, die das Messer hat, hat es doch noch eine vernünftige Handlage. Hier bei Handschuhgröße 8 kann ich das Messer wirklich so in die Hand nehmen und könnte auch richtig kräftig zum Beispiel Holz schnitzen oder ein Seil durchtrennen oder ähnliche Sachen. Würde funktionieren. Ja, das ist das Pro. Die anderen Pros sind einfach der sehr gute Klingenstahl und die gute Verarbeitung und dass wir hier eben eine Verriegelung haben und so weiter. Das alles hat dieses Messer hier nicht. Wir haben einen einfachen Chinesenstahl, der lässt sich nicht einhändig öffnen, verriegelt nicht und hat auch nicht so eine gute Handlage, weil der Griff eben dünner ist. Lang ist er auch, aber eben dünner. Lauter Nachteile eigentlich, aber das Messer hier habe ich wirklich immer dabei. Mein anderes EDC wechselt teils täglich, teils wöchentlich. Aber das hier habe ich ja immer dabei. Und da ich das Messer ja eher immer dabei habe, ist das Brot hier von der Größe her einfach doppelt. Also ich hätte dann zwei fast identische Messer dabei. Und ja, sowas ist für mich halt überflüssig und brauche ich dann einfach nicht. Also es müsste dann schon wirklich sehr spezielle Gründe geben, dass ich das Messer hier einstecke. Wo wir gleich schon beim nächsten Thema wären. Es gibt ja viele Leute, die vielleicht ein kleines, unauffälliges, sozialverträgliches Messerchen gern bei sich haben, aus bestimmten Gründen, wenn sie irgendwo sind. Da wird sich natürlich so ein kleines Messerchen hier gut machen. Allerdings haben wir hier einen Springer, wo schon mal von der Sozialverträglichkeit her nicht so angesagt ist und es ist auch nicht 42a-konform noch dazu. Ist zwar lächerlich, aber es ist so. Und von daher ist es natürlich auch keine Alternative, wenn man mal irgendwo ist, wo man ein bisschen gesetzeskonform unterwegs sein will. Oder so, eben sozialverträglich. Ja. Und drum ist es bei mir ein Messer. Ja, es ist cool, wenn man Messerfan ist, will man sowas einfach haben. Aber zum praktischen Einsatz kommt es also eher selten. Ja, also es ist was sehr Spezielles. Ist allerdings auch so gut wie alternativlos. Wo gibt es schon so ein kleines Springmesserchen in der Qualität? Ein anderes Brotrecht, das ich noch habe, da schaut es wieder ganz anders aus. Das hat eine andere Größe. Das ist ein normales Taschenmesser von der Größe her. Vielleicht ähnlich die Größe wie so ein Small Sebenzer, vermute ich jetzt mal. Und da hat man dann schon einfach mehr Nutzwert. Ja, und wir haben ja auch ähnliches Material, auch einen schönen Clip. Klingenstahl ist nicht so gut wie hier, leider. Aber. Ja, das ist halt ein Messer, wo man einfach mit mehr anfangen kann beim Arbeiten. Ja, ansonsten, wie gesagt, muss man wissen, ob man sowas braucht. Cool ist es schon, rein mechanisch und technisch vom Material her auch wirklich alles sehr gut. Nur in der Praxis, ob man das braucht, dann für unterwegs, muss jeder selber entscheiden. Ja, das war's von dem Messerchen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.